Mach ich nicht. Weil finde ich besser. Weil wenn Volllauf und Lauf tauschen, finde ich das so schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Ashkan Korhani Shirazi, ich bin 42 Jahre alt, ich komme aus dem Iran. Ich habe Anlagemechaniker SHK gelernt. Seit 2015 arbeite ich bei Firma Malwitz in Berlin. Kaffeeplausch und Fachsimpeleien mit den Kollegen zum Start in den Arbeitstag. Kennst du jemanden, der mit einem Draht kommt? 2010 war Ashkan aus seiner iranischen Heimatstadt Shiraz nach Deutschland gekommen. Seine Ausbildung hatte er da schon in der Tasche. Im Iran habe ich auch diesen Beruf, also Anlagemechaniker, SHK, bedeutet Sanitär, Heizung, Klima gemacht. Und hatte ich 8 Jahre eigene Firma. Und also ich habe immer diesen Beruf gemacht. Dennoch absolvierte er in Berlin noch einmal eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Weil ich konnte Fachwörter lernen. Da gibt es so viele Fachwörter drin, dass man in Sprachschule nicht lernen kann. Finde ich so besser. Ich habe extra Ausbildung gemacht hier, genau. In seiner Firma hat sich Ashkan Korhani auf Heizungstechnik spezialisiert. Bei uns wurde geteilt, ein paar Menschen machen Sanitär, ein paar Menschen machen Heizung. Ich mache nur Heizung. Kessel, Therme, reparieren, Wartung durchführen, im Winter manchmal auf Störung geht. Ich muss hingehen, Fehler suchen, Material besorgen, reparieren. Also jede früh morgen fahre ich zur Firma, dann gucke ich meine Aufträge. Manchmal brauche ich Material oder einen Tag oder eine Woche vorher habe ich schon bestellt. Dann rede ich mit meinem Meister, gucke, was machen muss, ein bisschen Besprechung. Hier ist die Wartung fällig. Da habe ich dir ein Set mitbestellt für die Wartung. Dann fahre ich zur Kunde. Wenn ich unterwegs Fragen hätte, kann ich entweder Firma anrufen oder Hersteller. Wir haben direkt Kontakt mit Hersteller. Wenn ich Hilfe brauche, rufe ich andere Kollegen, dass mir helfen. Wir sind so ein Team. Anlagenmechaniker sind gefragt in Deutschland. Auch Ashkan ist durchgehend beschäftigt. Heute steht die Wartung eines Heizungskessels an. Ein neuer Kollege ist dabei. Er hat seinen ersten Ausbildungstag. 3,5 Jahre dauert die duale Ausbildung. Ein Teil findet im Betrieb statt, ein Teil in der Berufsschule. So, gib mir einen Lappen. Aber auch ein erfahrener Anlagenmechaniker lernt nie aus. Denn immer wieder gibt es technische Neuerungen. Man muss immer neue Sachen lernen und jeden Tag muss ein bisschen Zeit nehmen. Weiterbildung oder Fortbildung machen, dass wir aktuell bleiben und Interesse haben. Technisches und handwerkliches Interesse. Braucht es weitere Talente für diesen Beruf? Wenn man Interesse hat, automatisch Talente kommen rein. Das ist sehr gut, wenn man mit anderen Menschen Kontakt haben, neue Menschen kennenlernen. Und die andere Sache, was ich gut finde, dass einem Menschen zu helfen. Etwa im Winter bei einem frierenden Kunden eine defekte Heizung zu reparieren. Und wenn man hingeht und rausfindet und wieder in Heile bringt, sie freuen sich. Ein sehr gutes Gefühl, finde ich. Was ich in Deutschland gut finde, meisten Sachen sind sehr ordentlich. Also gefällt mir, weil für mich das sehr wichtig ist, alles organisieren und vorbereiten, auch zu Hause. Ich vermisse natürlich auch meine Heimat, viele Freunde oder Schule. Ich bin leider noch nicht in Iran zurückgefahren. Ich schicke manchmal Einladungen, meine Familie kommen hier, mich zu besuchen. Aber jetzt wegen Corona ist es natürlich schwerer geworden. Diese Ölkessel. Das Ölfilter kommt hier, hier ist zweite. Gibt es zwei Düse. Ashkan Korhani fühlt sich wohl in Deutschland. Besonders wichtig, sagt er, sei es gewesen, die deutsche Sprache zu lernen. Und dass er von Anfang an ein Ziel hatte. Ich finde zuerst, man muss wissen, welcher Beruf mag oder sein Interesse ist überhaupt. Weil, was ich gut finde, gibt es so viele hier Möglichkeiten. Man kann Ausbildung machen oder so viele Sachen tatsächlich machen. Nur man muss zuerst finden, welche Richtung. Und dann muss anfangen. Und wenn man machen muss, dann schafft das.